ASAP Institute. Mein Name ist Linus. Mein Name ist Marlina. Und heute sprechen wir über Pläne für eine Hausparty. Hey Linus, diesen Samstag ist doch unsere Hausparty. Das habe ich ja schon fast vergessen. Wer kommt denn nochmal alles? Wir hatten 4 Leute eingeladen. Lisa, Anna, Justus und Ben. 4 Gäste. Genau. Wollen wir dann Essen bestellen oder selbst kochen? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir selbst kochen würden. Okay. Wie wäre es denn, wenn wir eine Vorspeise, ein Hauptgericht und eine Nachspeise machen? Das klingt gut. Vielleicht einen leckeren Salat als Vorspeise? Salat wäre in Ordnung. Ich fände es aber besser, wenn wir eine Suppe machen würden, zum Beispiel eine Kartoffelsuppe. Ja, ich liebe Kartoffelsuppe. Sehr gut. Und als Hauptspeise? Entweder wir können Spaghetti Carbonara kochen oder Würstchen mit Kartoffelbrei. Das klingt sehr lecker. So lecker. Aber wir müssen daran denken, dass Anna Vegetarierin ist. Oh, das stimmt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Mhm. Was könnten wir denn als vegetarische Alternative kochen? Fällt dir irgendetwas ein? Vielleicht ein Curry? Oh, das klingt gut. Wir können ein vegetarisches Curry machen. Dazu brauchen wir auch nur Gemüse wie Karotten, Champignons. Die Kokosmilch müssen wir natürlich für die Soße. Und Reis. Und Reis, natürlich. Das ist lecker. Das klingt sehr gut. Wollen wir das dann machen? Ja, dann ein Curry als Hauptspeise. Und als Nachtisch? Als Nachtisch? Wie wäre es mit einem Schokopudding? Oder Creme Brûlée. Auch sehr lecker. Aber wir haben noch Walnusseis da. Dann müssen wir das natürlich auch noch benutzen. Das Eis. Okay, dann machen wir das Eis. Ja. Sehr gut. Hört sich doch gut an. Super, dann haben wir das.